Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Sekiro. Wie angekündigt, versuchen wir uns jetzt mal am Schmetterling mal wieder. Mal gucken, ob das was nutzt. Diesmal hat er sich aber hartnäckig gewehrt. Ob wir den Schmetterling mal schaffen oder nicht, das sehen wir dann gleich. 16 Schuriken, das ist okay. Nun versuchen wir mal unser Glück. Hey! Tödlich. Ja. Okay. Hunter Butterfly. Komm schon her zu mir. Ah! Und das ist tödlich. Oh, Glück gehabt, ist doch nicht tödlich. Na komm schon. Die erste so, aber jetzt geht es ja eh in die zweite Phase. Wir gehen nochmal zur letzten Figur zurück, damit wir nicht das Problem haben, dass sie uns doch noch tötet. Beeindruckend, Junge. Und wir haben gesehen, das lief jetzt schon deutlich besser. Weil wir einfach ein bisschen mehr Schaden machen und weil ich glaube, rausgefunden zu haben, wie es am besten funktioniert. Man kann die nämlich, im Vergleich zu vielen anderen Gegnern einfach auch deutlich langsamer. Und ihre Haltung baut sich auch nicht so schnell auf. So. Dann gucken wir mal, ob wir es jetzt nochmal hinkriegen. Und diesmal ein bisschen besser. So, immer schön vom Seil runterholen, die gute. Ja, da hätte ich springen müssen. Einmal heilen. Wenn sie so verschwindet, ist das eher ungünstig für mich. Ja.
Man muss nur den richtigen Moment erwarten, bis man zuschlägt und bis man die Shuriken benutzt. Erste Phase haben wir durch. Und dann kommt sie ja hier hinten wieder raus. Beeindruckend, Junge. Was wir noch tun können, ist uns einmal hier dann doch die Knallsamen reinpacken, um die Geister direkt aufzulösen. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. In diesem Fall verliere dich in meinen Illusionen. Jetzt haben wir Spaß, Junge. Du bist überraschend begabt, Sohn des Uhus. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Konzentrieren, deswegen kann ich gerade nicht hier wirklich quatschen. Ah, wo ist sie denn? Okay, jetzt wieder die Knallsamen. Damit können wir alle einmal ausschalten, einmal heilen. Komm schon. Oh. Ah, ich bin nicht tot. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das war tödlich. Okay. Du warst noch ein Welpe. Gut, aber. Ich glaube, dass ich sie durchaus hinkriegen kann. Das lief ja schon deutlich besser als die letzten paar Versuche, die ich bei ihr hatte. Und ich hoffe auch, dass wir jetzt nicht die ganze Folge damit zubringen, die Guteste hier kaputt zu kriegen. Gucken wir mal. Oh, eine göttliche Hilfe, schön. Das ist sehr nett. Ach komm schon.
Ah, da kann man nach. Schon am Boden quasi. Und erwischt. Tja, nach da hinten. Erste Phase schaffen wir jetzt relativ gut, relativ gut. In diesem Fall verliere dich in meine Illusionen. Beachte mich gar nicht. Ich werde von hier oben aus. Du bist überrascht. Die schnappt die Illusionen weg und dann kommen ja die ganzen Schmetterlinge. Einmal wieder so Haltung regenerieren. Verdorrig. Schon. Da hat sie mich erwischt. Erledigt ist der Schmetterling. Du bist stärker geworden, Wolf. Ja, bin ich. Wunderbar. Erinnerung Schmetterling. Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, der für immer im Geist des Wolfs weiterlebt. Die Angriffskraft kann darauf erhöht werden, indem man sich die Erinnerung beim Besuch einer Figur des Bildhauers stellt. Phantom Schmetterling war eine erfahrene Illusionistin. Sakura-Tropfen, hellrosa Kristall, der entsteht, wenn ein unsterblicher Eid nicht geknüpft werden kann. Erhöht die Auferstehungsmacht für eine zusätzliche Auferstehung. Die Versprechen der Unsterblichkeit zum Erlangen der Auferstehungsmacht können nur mit Hilfe eines göttlichen Erben des Rachenerbens erneut abgelegt werden. Fies.
Das erklärt, warum es am Ende doch schief gegangen ist. Aber wer? Und lässt sich da im brennenden, zusammenbrechenden Tempel zurück. Okay. Fiese Nummer. Kurosama? Deswegen kriege ich die Macht des Drachenbluts. Du hast tapfer für mich gekämpft. Ich darf diese Treue nicht verlieren. Treuer Wolf, nimm mein Blut und lebe wieder. Das erklärt einiges. Gut. Also wissen wir jetzt auch schon mal, wie wir in den Genuss der Drachenblutmacht quasi gekommen sind. Es scheint, dass deine alten Erinnerungen erweckt worden sind. Ja, ich sah den göttlichen Erben. Ich verstehe. Ich werde nichts mehr sagen. Und das solltest du auch nicht. Alles, was du gesehen hast nur du alleine gesehen. Bildhauer, hat der Buddha euch etwas gezeigt? Hast du mir zugehört? Nun? Flammen. Flammen? Das ist alles, was ich sehen kann. Es spielt keine Rolle, welches Opfer ich bringe. Flammen, soweit ich sehen kann. Und sie verschlingen Ashina. Das. Wir sind hier fertig. Egal, was ich tue, jeder Buddha, das ist das Schicksal. Du wirst also... Karmische Schuld. Egal, was das, du wirst also... Ja, linken Arm, Karusblut. Okay. Dann uninteressant. So, ich kann irgendwie noch eine zweite Aufstellungsmacht bekommen. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Es gab früher schon mal eine Drache damals. Uninteressant. Okay. Ich möchte gerne nochmal dein Zeug reisen. Aber vorher stellen wir uns einmal die Erinnerung an Schmetterlingen. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner. Obgleich die Erinnerung weit zurückliegt, stärker ist der Wolf, sie sich wieder zu vergegenwärtigen. Mein Gott. Phantomschmetterling wurde vom Pflegevater des Wolfs als einer seiner Lehrer in Shinobi-Techniken ernannt. Ihre Lehren waren nicht von der sanften Art. Der einzige Weg, Shinobi-Techniken wahrhaft zu verstehen, ist ihr Einsatz im Kampf. Angriffskraft wurde erhöht. So, okay, deswegen kannte sie mich also. Dann kann ich hier Hirata nochmal zum Audienzsaal. Wir haben noch einen General, wo wir uns eine Perle holen können. Hier die 7 Samurai-Getüfe. Wir können unten weiter. Du arme Sau. So, wir haben also effektiv einen Tod erlitten. Der Tod brachte mir göttliche Hilfe, das heißt, wir haben gar keinen Verlust erlitten. Ist richtig gut. Wobei wir eh nicht viel verloren hätten. So, hier haben wir noch eine neue Figur. Ich gebe zu, ich wusste, dass diese Figur hier sein würde und habe sie mir deswegen geholt. Ist ja auch egal warum. Bodenloses Loch, wir gehen da mal hin und gucken uns da mal um. So, gucken wir uns mal im bodenlosen Loch um. Den Kopflosen kann ich noch gar nicht kaputt machen. Das habe ich mir mal eben kurz so als Information reingeholt. Denn dafür brauche ich eine lila Kürbisflasche. Ja.
lila Kübsflasche. So. Muss ich kurz schauen. Da ist auf jeden Fall noch so einer. Die kann ich momentan nicht attackieren. Oh, wer bist denn du? Ach, er! Sie ist leise, aber ich kann sie hören. Es ist, als würde sie weinen und jemanden rufen. Aber wen? Könnte sie mich damit meinen? Du bist ein bisschen irre, Kumpel. Ich grüße euch. Hin und wieder kann ich sie hören. Ja, gib mir ein Zeichen. Rufst du etwa mich? Was ist los? Huh? Ah, der Shinobi. Die Melodie hat mich hierher geführt. Hört ihr sie? Ganz schwach. Wie eine Brise im Wind. Sie kommt aus diesem Loch. Ich höre sie nicht. Ihr hört sie doch, oder? Ich höre gar nichts. Oh, ich verstehe. Dann bin ich also der Einzige, der sie hören kann? Es hilft alles nichts. Ich muss dieser Melodie folgen. Diese Melodie ruft nach mir. Glaube ich zumindest. Der Typ ist ein bisschen irre und der Typ macht ein bisschen Angst. Aber ansonsten, wo ist denn jetzt hier? Nee, ist nicht. Ach, falsche Taste. Sakura-Tropfen. Für Verschreibung zum Erlangen der Aufwischungsmacht können nur mit Hilfe eines göttlichen Erben erneut abgelegt werden. Okay, muss ich nochmal rauskriegen, wie man das denn macht. Das ist, damit ich überhaupt das zweite Mal auferstehen kann. Oh, wer bist denn du? Wird man euch verstoßen? Oder werft ihr euch selbst hinein? Was? Wenn ihr die Tiefen von Ashina erkunden wollt, dann solltet ihr euch lieber selbst hineinwerfen. Da drüben. Die Tiefen von Ashina sind dort drüben. Aha. Wird man euch... Okay. Also ich muss hier springen, ja? Versuchen wir's. Er fällt. Ah! Okay. Reagiert. Bin mir nur nicht sicher, ob ich hätte reagieren sollen oder ob ich einfach hätte weiterfallen müssen. Da geht's hoch, hier geht's aber auch. Oh, nee, also ich muss da hoch. Vielleicht ist das aber auch nur ein Weg zurück. Bin mir nicht ganz sicher. Ah, okay, da ist ein Feind. Ein Zombie. Okay, eine Handvoll Asche ist gut, nehme ich. Es ist tatsächlich ein Zombie. Fallen wir mal hier ins Loch. Wird sogar Schaden. Naja gut. Beruhigungsmittel kennen wir schon. Da ist eine neue Buddha-Statue. Okay. Die Tiefen von Ashina. Na gut. Hier kriege ich sogar tatsächlich die lila Flasche, die ich brauche. Soweit bin ich schon. Da ist ein Item drin. Da unten ist mindestens ein Gegner. Magnetitschrott ist gut. Da ist noch ein Gegner. Aber ich habe nicht so die große Chance, den von oben mitzuholen, oder?
Au! Was zur... Welcher war denn das jetzt? Der da. Das tat weh. Da will ich jetzt einfach mal nicht so sein und mich zur letzten besuchten Figur zurückteleportieren. Das darf nur ein Schlangenauge Shirahagi. Noch so einer. Ist gut, ist ein neuer Zwischenboss, den ich brauche noch einen, um noch die vierte Perle zu kriegen für noch mehr Lebenskraft. Man kann nie genug Lebenskraft haben. Aber dass der Schaden so hart ist, ist natürlich ungünstig. Okay, der ist jetzt da hinten. Den dicken da muss ich mir irgendwie noch wegholen. Das sieht seltsam aus. Wo ist er denn? Er kommt da. Ah ja. Da mache ich aber nicht viel Schaden dran. Ah, jetzt bin ich direkt da reingesprungen, ja? Die machen mir aber ganz schön ordentlich einen drauf. Jetzt echt bin ich wieder reingesprungen. Ja, so kriegst du auch irgendwann kaputt, ne? Ah, fuck! Das war bitter. Das war bitter dumm. Wenn du da stehen bleibst, ist mir das vollkommen recht. Oh, oh. Werde ich wohl erstmal umgehen müssen. So wie es klang, war es ein Mädel. Shirahagi. Weiß nicht, männlicher, weiblicher Name, aber beim Zuschlagen klang es eher wie eine Frau. Okay. Ist auf jeden Fall, sind die Schlangenaugen echt harte Gegner. Das heißt, für mich bedeutet das, dass ich die umgehen muss. Oh, Gift, das auch noch.
natürlich die Frage, ob ich die einfach ins Gift locken kann. Am liebsten wäre es mir, wenn sie jetzt einfach wieder umdreht und zurückgeht. Warten wir mal kurz ab. Sieht momentan nämlich leider nicht so aus. Läuft sie da durchs Gift rein? Weiß ja nicht, ob die auch vergiftet werden kann. Ziehen wir uns einfach mal. Medizinische Kügelchen, das ist gut. Ah, guck mal an. Und rasten, dann sind wir schon mal hier unten safe. Sie ist wieder auf ihrer Position, das ist gut. Und wir können da vorne hoch, das ist auch gut. Da kann ich mir noch ein Item holen. Ah, das ist kein Item, das ist ein Geistemblem. Aber hier ist ein Item. Gut, dann sind wir irgendwie an der vorbeigekommen. Da unten ist natürlich noch das eine oder andere, was ich noch holen könnte. Oh. Da bin ich ja natürlich sehr neugierig eigentlich. Das war ein Feind. Bisschen Magnetitschrott, bisschen schwarzes Schießpulver. Und einmal rasten. Gut. Also die Schlangenaugen werde ich auch besiegen müssen, einfach weil ich eben die zusätzliche Lebenskraft brauche. Komme ich gar nicht drum herum. Mich jetzt frage ist. Mich da nicht hoch. Da ist ein Gang. Wie komme ich denn in den Gang? Da oben ist auch noch. Da ist halt auf jeden Fall noch ein Item. Komme ich da nicht drauf. Komme ich offensichtlich so nicht lang. Das heißt, hier komme ich auch nicht weiter, es sei denn, ich schaffe es, das Schlangenauge zu besiegen. Hier hinten nochmal umgucken. Ich glaube, von hier aus führt da auch kein Weg hoch.
Nö. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass ich hinter das Schlangenauge muss. Wo ich nicht weiterkomme, aber jetzt kann ich sie wenigstens von hinten attackieren. Lauf, Dicker! Aha, so viel dazu. Okay, das kann ich mit dem Flammending wahrscheinlich ganz gut schaffen sogar. Jetzt habe ich mich aber halt nicht geheilt, das war ein bisschen doof. Raste, einfach nur mal zur Sicherheit. So. Das heißt, wieder die zwei da wegmachen, dann kann ich das Schlangenauge wieder einmal. Was? Wieso ist sie da? Die hätte nicht da sein dürfen. Hat die mich gesehen? Würde mich wundern. Wurde sie nicht resettet? Würde mich auch wundern. Da hinten ist sie. Da ist sie wieder. Okay, wie habe ich denn das jetzt zweimal, glaube ich, jetzt geschafft, dass sie mich nicht entdeckt hat, ne? Und dann so. Komm her. Komm her. Wenn er nicht kommt, aber ich habe Schaden gekriegt. Echt jetzt? Dein Ernst? Schaden nicht bekommen, der ist halt dunkel. Okay. Rassen, die muss kaputt gehen. Ich habe gar keine andere Wahl. Ich muss Shirahagi töten. Dafür muss ich sie auf jeden Fall anzünden. Ah, jetzt echt?
Okay, da kann sie zumindest nicht durchschießen. So. Nein, bleib oben. Oh Gott. Reiersten! Dass der andere aus der Mitte noch dazugekommen ist, war jetzt mein Problem, mein größeres. Und natürlich, dass ich schon von vornherein eine Auferstehung verloren habe. Aber wenn ich sie an die Stelle locken kann, dann kann ich sie auch bestimmt kaputt kriegen. Ihr müsst euch wieder quasi verziehen. Und du darfst hier hinkommen. Ich dann nach und nach den Schaden drauf kriege. Kriege ich auch irgendwann genug Poise Damage zusammen. Warte mal, ich habe eine Idee. Nehme ich den, wir nehmen das Ichimonji Doppel. Das führt man ja genauso aus, ne? Ja, hat nicht getroffen.
Ah, das wird ja langsam. Darf mich halt nicht dazu reizen lassen. Aggressiv zu werden. Bleib einfach die Taktik bei. Das ist ein bisschen glitchy, ich weiß. Mal voll. Gebetsperle. Das war jetzt riskant, dessen bin ich mir bewusst. Ich hätte da auch locker bei sterben können, aber ich habe es geschafft. Und ja, ich weiß, es war ganz schön glitchy Geschichte und eigentlich nicht so wirklich fair, was ich mit der gemacht habe. Aber das Spiel gab es her, es war kein Cheat, es hat funktioniert. Das ist das Wichtigste. So, Gebetsperle verbrauchen. Dritte Gebetskette. Der Bulle war eine wütende Bestie und nicht mehr als das. Im letzten großen Krieg stapelten sich die Leichen der Ashi-Samurai. Etwas musste getan werden. So, wunderbar. Körper mit mal verbessert, Haltung und Vitalität wurden erhöht. Dann soll es das für die Folge gewesen sein. In der nächsten Folge gucken wir mal ein bisschen weiter. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns, nachdem wir jetzt noch Fähigkeiten gekauft. Nee, warte, ich spare mir jetzt die 5 hier zusammen dafür. Ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Staffel.